Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist das FIBO-Wochenende. Wir haben es jetzt gerade Samstagmorgen und für uns geht es jetzt direkt nach Köln. Wir haben ungefähr eine 2 Stunden Autofahrt vor uns. Ich bin echt mal gespannt, wie das Wochenende jetzt wird. Also wir sind Samstag und Sonntag komplett da. Letztes Jahr war schon echt cool gewesen. Ich glaube, dieses Jahr könnte es noch mal ein Ticken cooler werden. Auf Instagram sah es auf jeden Fall schon mega aus. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt und Vorfreude ist da. Ich habe mir natürlich auch Meal Prep mitgenommen und zwar gibt es jetzt eine Portion Porridge mit Schokoproteinpulver. Darüber habe ich dann Apfel, Zimt und Mandelmus gegeben. Feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby I got you. Gerade wieder zu Hause angekommen, es ist jetzt mittlerweile auch schon 8:30. Es war also wirklich ein komplett langer Tag, richtig schön gewesen. Wir sind aber auch so viel gelaufen, also jetzt knapp 20.000 Schritte. Ich bin also wirklich mega kaputt und merke meine Beine jetzt extrem. Also ich muss jetzt schon mal als Fazit sagen, für den ersten Tag, beziehungsweise Tag 3 eigentlich der FIBO, wirklich besser als letztes Jahr. Viel mehr verschiedene Firmen, die da waren. Auch Firmen, die man gar nicht irgendwie erwartet hätte, wie zum Beispiel DM Sportness war da, Aldi Süd. Ironmax war wieder da, ESN hatte ja eine komplett eigene Halle, also dieses Jahr war schon mal viel größer und besser, finde ich auch, wie letztes Jahr. Also war wirklich schon mal cool gewesen und auch viel, viel mehr Goodies. Also an Riegeln, auch ERAs, was man so trinken konnte generell, war viel mehr da gewesen. Wir sind mit einer komplett vollen Tüte jetzt gerade nach Hause gekommen. Das ist einmal die Tüte, also wirklich komplett
voll. Aber was ich jetzt schon mal direkt sagen muss, was ich richtig extrem fand, wie lange man bei ESN angestanden hat. Also ESN war ja in der Halle 3 und theoretisch gab es so viele verschiedene Eingänge, wo man hätte reinkommen können. Die haben aber die meisten Eingänge gesperrt gehabt, dass man nur durch den einen bestimmten Eingang zur Halle 3 reinkam. Und da waren so viele Security-Leute, Absperrbänder und man hat einfach Ewigkeiten warten müssen in so verschiedenen Schlangen, bis man quasi in so einer Gruppe von Menschen zur nächsten Schlange reingelassen wurde. Und da stand man echt lange an. Es hat schon ein bisschen länger gedauert. Das war auch die einzige Firma, wo man, sag ich mal, so lange warten musste. Die Halle war in Ordnung. Man hat kostenlose Proben bekommen von ESN oder auch von Moore, aber im Endeffekt war da auch nicht viel. Also klar, man hätte die Athleten sehen können oder zum Beispiel auch Produkte kaufen. Wir haben uns jetzt auch 2 Riegelpackungen gekauft, die zeige ich euch gleich noch. Aber ansonsten war es eine ganz normale Halle und ob man dafür jetzt, wenn man nur den einen Tag ist, so extrem lang anstehen muss, das müsst ihr selbst entscheiden. An sich war es jetzt aber nichts so krass Besonderes. In den ganzen anderen Hallen hat man genauso gut viele andere Athleten gesehen und war auch mega cool gewesen. Ich bin aber auch echt froh, dass wir morgen nochmal einen Tag da sind, dass es nicht nur heute der Samstag war, sondern dass wir morgen den Sonntag auch noch haben, denn da kann man nochmal ein bisschen entspannter in Ruhe schauen, aber zumindest was die Riegel und alles angeht, ach, da hat man heute schon echt richtig viel essen können. Und jetzt packe ich nochmal die Goodies aus und zeige euch zumindest schon mal den groben Überblick, was wir alles heute bekommen haben. Und das ist es jetzt ausgepackt. Also ihr seht, wie krass viel das ist. Das sind die 2 Riegelpackungen, die wir uns gekauft hatten. ESN, die Designer Bars in Dark Cookie und Hazelnut Nougat. Dann hatten wir 2 von so T-Shirts geschenkt bekommen. Von ESN waren nochmal verschiedene Proben. Die haben die auch einfach so verteilt gehabt. Dann nochmal was von Aldi Süd, ZNT Nutrition von MuscleTech. Das lag am Eingang aus. So ein Fibo-Planer von Foodspring nochmal eine Probe. Dann von Applied Nutrition waren viele Proben drin. Die haben so Tüten verteilt gehabt. Dieser ESN-Riegel war in der Tüte drin gewesen von ESN. Dann noch so verschiedene andere Proteinriegel, die man zwischendurch bekommen hatte. Nochmal mehr Proben. Fit Café. Und was ich richtig cool fand, auch von Massive Soldier, so Tüten. Und da waren von dem Verum Whey, das ist ja von Gannicus die Marke, Whey's drin in der Chocolate Peanut Karamell Geschmacksrichtung und Butter Biscuit. Ich kenne jetzt noch keinen Verum Whey, deswegen bin ich da mega gespannt drauf. Genauso wie hier von ZNT, das lieb. Also das waren so mit meine Highlight-Produkte. Und natürlich mit ESN-Proben kann man auch nie was falsch machen. Im Vergleich zu der Ausbeute von letzten Jahr ist es viel, viel mehr. Ich bin mal gespannt, was sie morgen dann auch noch bekommen werden. Fibo Tag 4, es ist Sonntag. Wir sind jetzt gerade wieder in Köln angekommen. Wir sind ja nicht übers Wochenende hier in Köln geblieben, sondern gestern Abend wieder nach Hause gefahren. Jetzt heute früh wieder hier hin. Für mich gab es natürlich im Auto jetzt schon mein Porridge. Meal Prep hatte ich mir wieder vorbereitet gehabt. Genau das gleiche wie gestern. Porridge mit Schokoproteinpulver, Zimt, einem Apfel und Mandelmus. Und dann haben wir uns auf der Fahrt noch einen Kaffee geholt gehabt. Schwarzen Kaffee natürlich, den gab es dann auch noch im Auto. Und nach 2 Stunden sind wir jetzt in Köln angekommen, laufen jetzt wieder zu Fibo. Wir haben ja ein bisschen weiter weggeparkt, dass wir so eine Viertelstunde jetzt ungefähr wieder hin haben. Mal gucken, wie der Tag heute wird. Ich schätze mal, es dürfte ein bisschen leerer sein, weil samstags ja immer die meisten Menschen da sind. Aber gucken, voll wird es wahrscheinlich trotzdem wieder werden. Wir sind dann erst einmal wieder durch einen kleinen Park zur Fibo gelaufen. Der war richtig schön. Und dann haben wir unten, bevor wir dann die Treppen hochgelaufen sind zum Fibo-Gelände, wieder von Fit Café so eine kleine Probe bekommen. Direkt vor der FIBO hat man dann auch den Blick auf den Kölner Dom gehabt. Dann waren wir auch schon beim FIBO-Eingang, sind reingelaufen. Da hat man auch schon direkt gemerkt, dass die Menschenmassen deutlich mehr wurden. Ganz am Anfang sind wir heute runter in die Hyrox-Halle gegangen. Da waren wir gestern nämlich nicht gewesen. Wir haben nämlich erfahren, dass da unten ein MyProtein-Stand ist. Und da wir viele MyProtein-Produkte immer zu Hause haben, mussten wir da natürlich auch vorbeigucken. Wir haben eine Tasche bekommen. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und dann sind wir wieder oben in die Halle gegangen und haben auch schon wieder angefangen, die ersten Proben zu trinken. Als allererstes hatte ich von CNP so eine Whey-Probe in der Schokogeschmacksrichtung. Die war an sich ganz lecker gewesen und dann sind wir aber natürlich noch zu den Proteinriegeln rübergegangen. Da habe ich jetzt einen in rosa mit so einer Jelly-Füllung gehabt. Die Riegel von CNP waren schon sehr süß gewesen, aber auch wirklich lecker. Deswegen musste ich mir da natürlich welche kaufen. Dann sind wir weiter durch die Halle gelaufen, an so einem Energy-Stand vorbeigekommen. Da haben wir auch ein paar Stück probiert. Die waren in Ordnung vom Geschmack, aber nichts, was ich mir kaufen würde. Cookies hatte ich auch probiert. Die waren soweit in Ordnung gewesen, ein bisschen gesünder geschmeckt, aber nichts, was man hätte kaufen müssen. Welche Riegel mich aber wirklich überzeugt hatten, waren die von Chiefs. Die Marke kannte ich auch nicht. In White Mocha hat richtig gut geschmeckt. Dann haben wir noch den Riegel in der Vanilla Cheesecake Geschmacksrichtung probiert. Der war an sich wirklich lecker gewesen, wie so ein Cheesecake Riegel, aber der hat mich nicht so krass überzeugt, dass ich mir den gekauft hätte. Und als letztes haben wir dann noch den der Strawberry Geschmacksrichtung probiert. Der war schon sehr süß gewesen, aber an sich auch ganz lecker gewesen. Welche Riegel mich aber am meisten überzeugt hatten, ich mir dann auch gekauft hatte, waren in der White Mocha und der Salt
Salted Caramel Geschmacksrichtung. Dann sind wir eigentlich weiter nur durch die Halle durchgelaufen und haben es uns nochmal angetan, wieder zur ESN-Halle zu gehen. Da standen wir dann auch wieder richtig lange in der Warteschlange, aber wir hatten ja 2 Tage, deswegen konnte man sich da nochmal anstellen, auch an dem Sonntag. Als wir dann drin waren, sind wir da eigentlich auch wieder nur rumgelaufen, haben uns ein paar von diesen kostenlosen Proteinriegeln genommen. Als wir in die Halle verlassen haben, bei ESN hat man nochmal einen Drink umsonst bekommen. Ich habe noch nie den Drink getrunken, deswegen bin ich mal gespannt, wie der schmecken wird. Also vom ersten Geruch riecht genauso wie Red Bull. Schmeckt auch ziemlich ähnlich. Also eigentlich ein ganz normales Red Bull. Ist lecker. Aber also man muss nicht unbedingt das dann von ESN kaufen. Man kann theoretisch auch ganz normal das Red Bull kaufen. Aber gut, schmeckt auf jeden Fall. Und los geht's! Genau. Das Lächeln, die Ausstrahlung, der Gang ist sehr wichtig. Man öffnet eine Frontpose. Die Übergänge müssen wohl gewählt sein. Und man geht in die Seitenansicht. Ich bin auch gleich gespannt auf ein Resümee hier von Jan. Die Haare mit ins Posing einzubauen ist immer ganz wichtig. Gestern war das fast ein bisschen knapp, aber wir haben es geschafft. Sehr schön, Leonie, und lächeln, genau. Gut. Es gab auch noch einen Rice-Pudding-Stand. Da gab es verschiedene Sorten. Ich hatte den jetzt in der Triple-Chocolate-Geschmacksrichtung probiert. Von der Konsistenz war es an sich wie eine normale Rice-Cream gewesen. Aber der Geschmack hat mir persönlich jetzt nicht so gut geschmeckt. Also ich weiß nicht, irgendwas hat mich daran gestört. Also wäre auf jeden Fall nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Dann haben wir den Fane-Stand entdeckt. Das ist ja die Supplement-Marke von Teveo. Da konnte man dann auch die Proteinriegel testen und hat nochmal einen Riegel geschenkt bekommen gehabt. Ein Oatbar hatte ich auch noch getestet in der Banana-Bread-Geschmacksrichtung. Der war echt lecker gewesen, also das hat mich echt überrascht, wie gut der geschmeckt hat. Und generell sind wir an dem Tag dann eigentlich nur noch ein bisschen durch die Hallen gelaufen und dann aber auch schon wieder gegen 17 Uhr aus der Halle raus. Hat nämlich echt gelangt, wir sind an dem Tag schon wieder so viele Steps gelaufen und danach war man wirklich nur kaputt gewesen. Wir wollten den Tag noch abschließen lassen, indem wir Pizza essen gegangen sind. Das war jetzt bei einem Dönerladen, also keine klassische Pizza, aber die Pizza war richtig gut. Mit Tomate, Basilikum, Mozzarella und Knoblauch belegt und der Teig an sich war so ein bisschen wie so eine Mischung aus Fladenbrot und so einem dünnen Pizzateig. Also wirklich super, super lecker. Und die haben wir uns dann nur noch schmecken lassen. Wirklich war perfekter Abschluss, nach den ganzen Süßen noch so ein bisschen was Herzhaftes zu essen. FIBO Tag 4 ist rum. Wir sind gerade jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich zeige euch zuallererst wieder die Ausbeute von heute. Es ist krass, wie viel es heute wieder gab. Das ist jetzt erstmal der komplette Überblick. Also wir waren heute zu Anfang erstmal unten in dieser Hyrox-Welt gewesen. Da war nämlich auch der MyProtein-Stand. Und dann haben wir 2 von so MyProtein-Taschen bekommen mit 2 Shakern drin. Dann von ESN More Ways gab es natürlich wieder diese Tüten, die man bekommen hat. Von ESN Designerway in der Stracciatella-Geschmacksrichtung und Flexpresso. Dann nochmal so kleine Bändchen. Am Eingang gab es wieder diesen Fit-Kaffee. Diese Riegel waren wieder in den Tüten drin. Dann Fane, die neue Supplement-Marke von Teveo, hatte auch einen Riegelstand. Da konnte man nochmal Riegel so bekommen. Dann wieder Applied Nutrition. Die hatten wir ja gestern auch schon gehabt. Genauso wie Foodspring gab es gestern auch schon. Dann haben wir hier noch so ein paar Proben von Shockline, Best Buddy, dann von Nuclear Nutrition. ESN-Stand gab es ja wie gesagt die Cranks und nochmal Isoclear. Range-Stand gab es wieder Energies und es waren die ganzen Sachen, die, sag ich mal, umsonst waren. Und dann habe ich mir selbst noch Riegel geholt gehabt. Die hatte ich ja auch schon in dem Video getestet. Die Chief Bars, die haben einfach so krass gut geschmeckt. Vor allem der hier in der White Mocha Geschmacksrichtung und in Salted Caramel. Die haben es mir echt angetan, deswegen habe ich da 3 Stück gekauft gehabt jeweils. Und dann, die Marke kannte ich auch überhaupt nicht, genauso wenig wie die. CNP, ich glaube, das war eine englische, britische Marke. Die waren sehr, sehr süß, die Riegel, aber mir haben die richtig gut geschmeckt. Also für so ab und zu, wenn mal Lust auf was Süßes hat, waren die mega geil. Da habe ich mir jetzt von jeder Geschmacksrichtung einen mitgenommen und den ich am besten fand, dieser Jammy One, da habe ich mir dann 2 Stück mitgenommen. Also auf jeden Fall heute schon wieder eine krasse Ausbeute. Ich weiß gar nicht, ob es heute mehr war oder gestern. Auf jeden Fall sehr, sehr viel wieder. Also was euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist, wie viele Proben und Riegel man einfach bekommen hat und vor allem auch dort vor Ort im Vergleich zum letzten Jahr, was würde ich sagen, von den Marken, die da waren und auch die Auswahl, was man alles dort probieren und essen konnte, mindestens das Doppelte. Also letztes Jahr konnte man auch viel trinken, aber zu essen, Riegel und so, gab es gar nicht so krass viele, aber dieses Jahr, da konnte man wirklich fast an jedem Stand immer was probieren. Ich glaube,
die FIBO hat jetzt nochmal so einen richtigen Hype bekommen. Denn letztes Jahr waren wir das erste Mal wieder nach Corona da gewesen. Da war es, würde ich sagen, in Ordnung. Aber dieses Jahr durch die ganzen großen Marken echt Hammer. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es nochmal größer und besser werden. Was natürlich krass war mit ESN, der eigenen Halle. Da muss man gucken, ob es einem wert ist. Wenn man da bestimmte Athleten sehen will, kann man es machen. Ansonsten gab es aber auch nichts Besonderes. Also natürlich, es gab ein paar kleine Proben. Man konnte Sachen kaufen, aber das war es auch. Wenn man jetzt kein ESN-Freund ist, finde ich, muss man auch nicht unbedingt in diese Halle gegangen sein. Nur damit man es gesehen hat, weiß ich nicht. Würde ich nicht unbedingt machen. Ich fand es ganz cool. Ich habe ja auch ESM-Produkte zu Hause, aber ansonsten, finde ich, muss man da nicht unbedingt hin. FIBO war aber auf jeden Fall richtig nice. Gebt einen Daumen nach oben von mir. Würde ich auch nächstes Jahr, wie gesagt, wieder hingehen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch dieses Jahr auf der FIBO wart und vor allem, was euer Highlight war. Also ich glaube, mein Highlight, muss ich wirklich sagen, waren die ganzen Sachen, die man probieren konnte. Auch mal neue Marken austesten. Das war schon echt richtig geil gewesen und dass man auch viele bekannte Leute wieder gesehen hat. Viele Athleten, die natürlich da waren, mit denen man kurz sprechen konnte. Vor allem alle den Fitness-Lifestyle lieben und das gibt einem nochmal Motivation, jetzt wieder im Gym komplett durchzuziehen und ich liebe es einfach, wenn man mit so vielen Gleichgesinnten zusammen ist. Ich hoffe, der kleine Einblick in die 2 Tage von dem FIBO-Vlog haben euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!